Das große Toilettenspezial. Ein Update-Video mit allen Erfahrungen, mit allen Tipps und Tricks zur Klesana, zur Biotoy, zur Verbrennertoilette. All das, was wir so in den letzten Monaten erfahren und erlebt haben in diesem Video. Wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und normalerweise seht ihr mich nicht auf dem Lokus sitzen bei den Videos. Aber heute geht es eben um ein Update-Video von einem Toilettenvideo, das ich schon mal gedreht habe. Und deswegen auch, by the way, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn es neue Videos gibt, wie eben dieses Update-Video zu den bereits existierenden Toilettenvideos. Jetzt aber der Reihe nach. Was ist alles passiert? Vor genau einem Jahr etwa auf dem Caravan-Salon. Da habe ich eine neue Toilettenart kennengelernt, eine Schweißtoilette. Die habe ich mir dann angeschaut und ich habe gemerkt, dass dieses Thema sehr polarisiert hat und dass ihr da draußen alle ein großes Bedürfnis habt, mehr über das Thema Toilette im Camper zu reden. Und ich bin schon fast zum Klofluencer geworden, habe ich den Eindruck. Und ich habe mich damit selber extrem auseinandergesetzt, weil das gerade ja, was die Autarkie betrifft, sehr, sehr wichtig ist, dieses Thema. Und aber eben auch, was die Nachhaltigkeit beziehungsweise auch den Schutz unserer Natur betrifft, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Gut, also habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und dann gab es noch mal ein zweites Video, wo ich einfach mal gesagt habe, okay, dann probieren wir die verschiedenen Toilettentypen mal aus. Zum Beispiel die Klesana Schweißtoilette, aber auch die Biotoy und eine Verbrennertoilette. Das haben wir dann gemacht und jetzt sind wir über ein halbes Jahr damit unterwegs. Wenn ich sage wir, dann meine ich also ich mit der Klesana, mein Kumpel Benny mit der Biotoy und noch ein Kollege, den ich über Mika Caravan kennengelernt habe, mit der Verbrennertoilette. Und jetzt haben wir unsere Erfahrungen gesammelt und ihr habt so gebettelt schon fast, dass ihr sagt, hey, gebt mir endlich diese Informationen, weil ihr ganz oft überlegt, bauen wir jetzt die oder die Toilette ein und deswegen heute endlich dieses Video. Mit folgenden Themen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Zuallererst reden wir mal über die Erfahrungen von der Biotoy. Ich werde mich also gleich mit Benny treffen und er wird uns erzählen, wie so sein letztes halbes Jahr mit der Biotoy und seiner Familie gelaufen ist. Und danach gucken wir mal auf die Klesana. Welche Erfahrungen habe ich gemacht mit der Klesana? Welche Tipps habe ich auch für euch? Und vor allem auch, welche Gerüchte stehen noch alle so im Weg zu dem Thema Klesana, was soll da noch alles kommen und so weiter. Und dann reden wir natürlich noch ganz kurz über die Verbrennertoilette und mein persönliches Fazit. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, ist dann wirklich nur mein persönliches Fazit. Ich habe gelernt, dass das Thema Toilette total schwierig zu betrachten ist. Denn je nachdem, wie man unterwegs ist, mit welcher Anzahl von Leuten, auch wie lange man autark sein möchte, mit welchem Fahrzeug man unterwegs ist, welchen Grundriss man zur Verfügung hat etc., ist es total entscheidend, welche Toilette man am Ende hat, die für einen die beste ist. Es gibt also nicht die eine Toilette für alle. Wahrscheinlich Gott sei Dank. Und dabei ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ihr werdet in diesem Video keine ekligen Sachen sehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich werde versuchen, dieses Kackthema so schön und sexy zu präsentieren, wie es eben möglich ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich anfangen. Ich habe nichts mehr vergessen. Wir hüpfen gleich mal zum Benny. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Nase zu und vor allem nicht vergessen, immer schön runterspülen. So, Benny, jetzt sitzt man bei dir. Jawohl. Mit Toilette auf der Bierbank. Sag mal als allererstes, bist du zufrieden damit? Ich bin sehr zufrieden. Sehr gut. Echt? Auf jeden Fall. Also für alle, die das erste Video nicht gesehen haben sollten, du kommst ja von der Porta Potty, ne? Richtig, von der Chemietoilette, von der Porta Potty, ja. Und jetzt erzähl mal, wie waren so deine Erfahrungen mit der Toilette? Wir haben vor einem halben Jahr ging's los, glaube ich, ne? Ungefähr. Ja, ein bisschen länger. Ein bisschen länger, ja. Und? Also, das habe ich jetzt damals schon erwähnt, für mich war es da wichtig, dass die vom Einbaumaster reinpasst, weil es ja ein Selbstaufbau ist und nicht immer so viel Platz vorhanden ist. Mhm. Und das hat erstaunlich gut. Natürlich muss man immer ein bisschen basteln und schauen, dass es passt. Das muss sie natürlich auch, aber es hat super gepasst und es war für mich sehr wichtig. Und ansonsten war für mich ja eben diese Geruchsbelästigung. Ich habe einen kleinen Ducato, L2, H2. Mein Problem war mit der Community-Toilette die Geruchsbelästigung. Okay. Und da punktet die Biotoy brutal. Benni, ich unterbreche dich nochmal kurz wegen dem Einbau, was du gerade erwähnt hast, dass bei dir so kompakt war. Man muss noch erwähnen, dass du keinen Lüfter eingebaut hast, richtig? Richtig. Den habe ich einfach aus Bequemlichkeit nicht reingebaut im ersten Moment. Und ich einfach probiert habe. Also okay. Ich habe es einfach versucht, erstmal ohne Lüfter. Und ich muss sagen, bis jetzt habe ich ihn auch nicht gebraucht. Natürlich ist es so, dass ein Geruch wahrnehmbar ist, aber das ist ja bei jedem Toilettengang normal im ersten Moment. Also man hat ja immer im ersten Moment mal einen Geruch, aber das nimmt die Toilette auf, also der verschwindet
Also bildlich gesprochen, hier oben riecht es noch und sobald hier ist, riecht es nicht mehr. Richtig. Okay. Sobald es verschwindet ja durch die Kurbel und da eben umgewälzt wird, nimmt der Geruch ab. Genau. Das schon. Ja. Also das ist ja auch der Clou eigentlich, durch dieses Trocknen entschwindet der Geruch. Das ist ja eigentlich genau der Vorteil. Genau. Und da hilft natürlich der Lüfter, denn wenn du noch lüftest oder mit dem Lüfter unterstützt, wird der Inhalt natürlich noch schneller trocken und damit riechst du weniger. Das bedeutet auch bei Durchfallerkrankungen, habt ihr das mal erleben müssen? Nein. Okay, das Nein. ist schon gut. Kann ich nichts zu sagen, okay. Zum Glück. Ja genau, toi, 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 hoffentlich bleibt es auch so. Aber bei solchen Geschichten ist dann eben so ein Lüfter wirklich Gold wert. Das ja. muss man vielleicht fairnesshalber ja. dazu sagen. Genau. Und natürlich wahrscheinlich auch im Absaugen von den ersten Gerüchen, aber ich glaube tatsächlich, dass es größtenteils darum geht, was der Markus gerade erwähnt hat, oder? Mhm. Tatsächlich das schneller abzutrocknen. Ja. Benni, lass uns noch ganz kurz über das Handling sprechen. Jawohl. Also, viele im letzten Video haben drunter geschrieben, dass das ja eigentlich ein totaler Wahnsinn ist, wenn du jetzt nur ein Wochenende wegfahren möchtest, dass du das ansetzen musst und nach dem Wochenende wieder alles reinigen musst und so weiter. Dem ist ja, glaube ich, nicht so, aber erzähl mal, wie sind deine Erfahrungen? Nein, auf keinen Fall. Also ich würd nicht für ein Wochenende neu ansetzen. Also ich lasse das einfach drin und gut. Also du lässt über längere Zeit ja, im Auto? Ja, okay. Vor allem, also das wird ja nicht mehr. Nee, deswegen, also es wird ja nicht schlimmer. Die Masse bleibt ja die gleiche und das nimmt es auf. Das ist alles und du hast dann tatsächlich keine Geruchsbelästigung im Auto? Hand aufs Herz. Also wenn ich nicht den Kasten auf habe und das offene Klo vor mir steht, dann nein. Klar, ja, genau. Nee, das also ist klar. Das aber alles, ist ja was da zu. Drin ist, genau, wenn es zu ist und fertig und dann ist alles gut. Nee. Weil man muss ja auch sagen, wir haben ja auch mega heiße Temperaturen gehabt. Ja, also man darf es natürlich nicht übertreiben. Du sollst natürlich jetzt nicht irgendwie fünf, sechs Wochen das Zeug da drin lassen und da jeden Tag drauf. Das wird nicht funktionieren, nee. Gerade nicht mit, wenn das du keine Liste dabei hast. Okay. Nee. Aber so wie du es einsetzt, für dich alles wunderbar. Das ist ja super. Für mich ist es super. Und dann beim Handling für mich ja auch interessant, Entsorgung. Ist das so einfach, wie wir damals in der Theorie besprochen hatten? Ja, also es ist wirklich so, ich leere den Urinbehälter tatsächlich ins Klo. Ja. Also ich schütte es nicht irgendwo hin, sondern ich leere es ins Klo. Und den großen Reststoffbehälter kann man ja theoretisch, wenn man abbaubares Toilettenpapier nimmt, einfach kompostieren. Okay. Ansonsten Restmüll. Okay. Und das ist gar kein Thema. Verstehe. Wunderbar. Okay. Und letzte Frage zum Handling, reinigen. Also wenn du das Ding dann wirklich reinigst, das ist ja so, ich sag's jetzt mal, ich versuche es jetzt mal charmant auszudrücken, diese Angst, die man ja immer hat, wenn man das nicht kennt, ist, dass dann am Rührwerk ganz viele unangenehme Sachen sind, die du wegmachen musst. Das ist ja auch nicht so. Also da ist ja wirklich durch diese ganzen Kokoslocken, die da drin sind, ist ja da kaum mehr... Ist alles also ich hab's, ne? Ja, es ist eigentlich so gar nicht mehr wahrnehmbar als das, was man da vermutet. Das ist eigentlich, das ist echt nicht so schlimm. Wie man so. Ich bin da voll, ich find's super. Ich meine, du findest super. Ich wollte gerade sagen, ich meine, dass Toilette ausleeren immer irgendwie schwierig ist, aber ist uns allen ich klar. Ich wollte gerade sagen, also so eine Chemietoilette, die voll ist, auszuleeren, das ist halt, also das ist für mich das ist viel ekelhaft. Schlimmer. Okay, richtig verstanden. Schlimm. Okay, das hast du da nicht so. Nee, das ist viel einfacher. Okay, interessant. Ja, super. Benni, auf den Punkt gebracht. Ich habe jetzt schon verstanden, dass du da ein Fan geworden bist, aber gibt es auch Nachteile? Also ich will Nachteile und Vorteile von dir hören. Fangen wir mit den Nachteilen an. Gibt es Nachteile? Muss ich jetzt so lange überlegen. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Also ich glaube, der einzig, wenn man es den Nachteil nennen kann, ist halt der Anschaffungspreis. Also das die ist schon, Kosten, das ja, ist schon okay. die Kosten, das ist nicht günstig, das kann man nicht irgendwie... Kann man nicht schönreden. Kann man nicht schönreden, aber am Produkt als solches, nee, kann ich echt nichts. Okay. Ist ja schön, dann reden wir über die positiven Sachen. Was gibt's denn alles, was sind deine Highlights an der Toilette? Meine Highlights, meine Toiletten-Highlights. Ja, schieß los. Punkt 1. Ja, komm schon. War eine Fanfare. Ich finde die Größe toll, ich finde das Handling auch sehr toll, es ist sehr angenehm. Ich finde auch, eben was eben gerade Reinigung all das angeht, finde ich, ist das alles... Nicht schlimm. Für ein Toilettenarbeiten ist das alles gut. Wieso hast du eigentlich deine Kurbel mitgebracht? Weil die habe ich noch ein Lied spielen wollte. Ja, cool. Dann trinken wir jetzt, du spielst uns noch ein Lied und ihr guckt schon mal weiter im Video, oder? Machen wir so. Vielen Dank. Machen wir das. Dann weiterhin Danke viel Spaß dir. Mit deinem Pott da, ne? Wir werden dich haben.
Sprechen wir jetzt gleich mal über die Erfahrungen, die ich mit der Klesana gemacht habe. Ich bin jetzt hier zwar schon im neuen Fahrzeug, aber ich habe die ja in meinem alten Fahrzeug bereits letzten Herbst eingebaut. Und einmal vom Einbau her, da habt ihr schon das Video gesehen, da war ich echt beeindruckt, wie schnell das alles funktioniert und wie einfach das am Ende ist. Und dabei ist übrigens auch immer noch eine große Frage gewesen, bei welchen bestehenden Toiletten kann ich denn überhaupt einbauen? Und das ist nicht ganz so trivial, das hat einmal mit dem Toilettenmodell zu tun, das ihr bisher verbaut habt, aber natürlich auch mit dem Platz, den ihr in eurem Badezimmer zur Verfügung habt. Und da gibt es aber eine Matrix auf der Webseite. Ich blende euch die hier gerade mal ein und schreibe euch unten natürlich auch den Link dazu, wo ihr auf diese Matrix zugreifen könnt und euch runterladen könnt, damit ihr gucken könnt, ob die Toilette für euch überhaupt interessant ist. Also bei mir war das der Fall und dementsprechend habe ich sie benutzt. Ich habe mal zusammengerechnet, wie viele Toilettengänge ich in etwa hatte. Und das klingt jetzt hart, aber das waren weit über 300 Toilettengänge mit den ganzen Tests natürlich auch, die ich gemacht habe und so weiter. Und insofern habe ich da wirklich viel Erfahrungen sammeln können. Es gab einmal das Problem bei dem Prototypen, also bei dem Prototypen der Toilette, dass der mir die Folie eingesaugt hat und daraufhin nicht richtig verschweißen konnte und es zu einem Fehler kam. Das musste ich also rauspieken und dabei ist die Tüte auch leicht gerissen. Insofern ist der Inhalt ausgelaufen. Habe ich aber auch gelernt, das war jetzt kein Weltuntergang, weil unten ja eine Schublade ist, die auch die normalen Beutel auffängt und die hat dann eben auch die Flüssigkeit aufgefangen. Aber machen wir uns nichts vor, das war nicht angenehm. Das war eine negative Erfahrung, die ich mal hatte bei diesen ganzen Toilettengängen. Und eine zweite, die ich hatte, hatte gar nichts mit der Toilette unmittelbar zu tun, aber natürlich führte es zu einem folgenschweren Problem. Und zwar hatte ich einmal ein Problem mit meinem Strom. Der war nämlich nicht mehr da, da hatte ich ein Problem, da habe ich was umgebaut und konnte es alles noch nicht so einschätzen. Jedenfalls hatte ich ungefähr mal 8 Stunden lang keinen Strom auf meinem ganzen Fahrzeug. Und das hat dann natürlich auch zur Folge, dass du die Toilette nicht benutzen kannst. Also nicht ganz richtig, du kannst sie benutzen, aber du kannst eben dann nicht verschweißen. Und das war auch eine Situation, wo ich mir gedacht habe, boah, wie gehe ich jetzt damit um? Für mich war jetzt einfach immer der Plan, einen Notfallplan dabei zu haben, den ich generell in meinem Fahrzeug brauche. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema mit Strom, weil ich da gerade alles ein bisschen umbaue bei mir. Also ich habe nur gelernt, wenn du keinen Strom hast, hast du ein Problem. Also dafür musst du natürlich auch sorgen. Das waren aber die zwei einzigen Probleme, die ich hatte. Und selbst mit dem Prototypen hat sonst alles super funktioniert. Nachteilig war vielleicht, dass es immer nur diese 2 Beutelgrößen gab und deswegen ja, warst du da auch sehr eingeschränkt und die Liner waren natürlich auch entsprechend schnell verbraucht und das geht damit natürlich auch ins Geld. Das nächste, was noch am Anfang war, glaube ich, als die ersten Toiletten ausgeliefert wurden, dass es nicht sofort Liner zu bestellen gab. Da gab es irgendwie ein Problem mit dem Import, die hingen dann im Zoll fest und plötzlich war eine ganze Palette Liner weg und du konntest keine Liner bestellen. Das ist natürlich auch immer ein Riesennachteil. Ist mir nie passiert, dass ich zu wenig Liner mit an Bord hatte, aber daran muss man natürlich auch unbedingt denken bei der Klesana. Du brauchst immer ausreichend Liner, sonst hast du natürlich auch ein Problem, weil eine normale Plastiktüte kannst du da nicht reinstecken. Ich hoffe und ich denke aber auch, dass wenn sich so eine Toilettenart durchsetzen sollte, dass dann viele Hersteller darauf aufspringen, weil ich vermute mal, ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, jetzt so ein Produkt herzustellen und zur Verfügung zu stellen, das kann jetzt nicht so dramatisch sein. Insofern glaube ich, dass dann mit der Zeit dann auch nochmal andere Anbieter für solche Beutel oder Liner kommen. Jetzt aber, wenn wir schon über die Liner sprechen, auch mal das Thema Kosten beleuchtet. Und da hat sich wieder einiges getan. Und zwar kann ich jetzt in Summe 4 verschiedene Linergrößen rausholen. Und zwar die kleinste. Das geht ganz einfach, indem man einmal, dieses Resultat kommt raus, indem man Schere und dann 2-mal klein drückt. Und das Ganze hat dann eine Beutellänge von 15 cm. Und mit diesen 15 cm kann ich in Summe 48 Beutel mit einem Liner produzieren. So, legen wir mal hier oben hin. Und ich habe es auch extra mal gemacht, damit ihr mal seht, was da alles reinpasst. Denn selbst ein großes Geschäft mit ganz wenig Toilettenpapier geht da rein. Ich will nicht in die Details gehen. Die zweite Größe sind 20 cm. Und daraus bekomme ich dann am Ende 36 Beutel. Also es ist schon ein bisschen weniger, von 48 auf 36 Beutel. Und damit ihr da übrigens auch noch mal so eine kleine Vorstellung habt, hier gehen in etwa 400 Milliliter rein und hier gehen in etwa 700 Milliliter rein. Und 700 Milliliter, die musst du erstmal bieseln. Also da brauchst du schon ein paar Bier. So, dann haben wir die vorherige normale Größe. Das sind dann 30 cm. So, und würdest du jetzt aus einem Liner nur 30 cm Beutel machen, also nur große Beutel, dann hättest du in Summe 25 Beutel zur Verfügung.
So, und dann haben wir noch die Übergröße. Da drücke ich Schere und dann zweimal den großen Kreis. Das hier sind 40 cm und dabei kommen am Ende bis zu 18 Beutel aus einem Liner raus. Jetzt fragt man sich, okay, wann brauche ich das? Das brauchst du, wenn du die Toilette komplett einmal durchreinigen möchtest. Also wenn der komplette Liner einmal über die gesamte Größe der Toilette durchgezogen werden soll. Thema Durchfall, Thema Übergeben, Thema ganz viel Toilettenpapier drin. Was auch immer man sich dafür Szenarien zurechtspinnen möchte, diese Möglichkeit hätte man eben auch. Meiner Erfahrung nach habe ich entweder so ganz kleine Beutel gemacht oder ich habe gesammelt und dann diese Beutel gemacht. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das bedeutet dann am Ende natürlich, dass dir nie 48 Beutel übrig bleiben, aber auch nicht nur 18, sondern es ist am Ende immer so ein Mischmasch. Und bei mir waren es immer so 35 bis 36 Beutel, die ich mit einem Liner machen konnte, mit dieser Kombination. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, was diese ganze Chose kostet. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an. So, und das Ganze klingt ja erstmal relativ simpel, ist aber dann am Ende doch wieder ein bisschen komplexer. Wir gucken es uns mal im Detail an. Eine Einheitbarriere Folienliner im Online-Shop kostet 25 Euro. Darin sind zwei Liner enthalten. Das bedeutet also, ein Liner kostet 12,50 Euro. Im Durchschnitt habe ich 17 mal 15 cm verbraucht und 19 mal 30 cm. Man kann also sagen, ich habe 36 Tüten gehabt. Und das wiederum bedeutet, 12,50 Euro geteilt durch 36 ergibt 38 Cent pro Toilettengang. Das ist jetzt aber nicht ganz korrekt, denn das bedeutet, es sind 38 Cent pro Schweißvorgang. Warum das so wichtig ist, das schauen wir uns dann gleich später in dem Teil der Tipps und Tricks an. So, was kann ich noch alles berichten, was sich geändert hat vom Prototypen bis jetzt zur Serienreife? Es hat auf der einen Seite eine Softwareänderung gegeben, dass man Fehlercodes mit der Pfeiltaste quittieren kann. Früher musste man die komplette Toilette resetten. Das hatte zum Beispiel auch wieder den Nachteil, dass die Anzahl der verfügbaren Beutel wieder falsch berechnet wurde. Eine weitere Änderung ist, dass der Display jetzt nicht mehr nach 3 Minuten, sondern schon nach 1 Minute wieder in den Standby geht. Das bedeutet, man hat wieder minimal weniger Stromverbrauch. Aber auch da möchte ich gleich mal sagen, egal ob mit meinem alten Fahrzeug, mit der AGM-Batterie oder jetzt auch mit dem neuen Fahrzeug, Strom war nie das Problem, außer er ist nicht da. Aber dass ich jetzt sage, die Toilette verbraucht außerordentlich viel Strom, war nicht das Thema. Ich habe das Ganze mal mitgefilmt, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wie dieser ganze Vorgang vonstatten geht und wann die Toilette wie viel braucht. Da gibt es ja immer irgendwelche Normwerte, aber ich blende euch das trotzdem nebenbei einfach mal mit ein, damit ihr da ein kleines Gefühl für kriegt. Ein weiterer Punkt, der sich bei der Hardware geändert hat, ist der Deckel. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber früher konnte man den Deckel bis zu 65 Grad öffnen und dann war so ein Druckpunkt, wo der automatisch stehen blieb. Und heute kann man ihn noch mal ein paar Grad weiter öffnen, und zwar bis zu 71 Grad. Klingt jetzt lächerlich, war aber gerade bei meinem Möbelbau entscheidend, weil dadurch blieb der Deckel länger offen. Anders fiel der immer so in den Rücken rein und das ist natürlich sehr unangenehm. Also das ist auch eine Kleinigkeit, die jetzt wieder deutlich mehr Spaß macht. Und was ich nur damit sagen möchte, ich habe gemerkt, dass nicht mehr viel verändert werden musste bei der Toilette, aber es wurde noch einiges verbessert und ich bin gespannt, was in Zukunft noch alles verändert wird bei dieser Toilette. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu diesen ganzen Gerüchten, die da so im Umlauf sind. Bleiben wir aber noch ganz kurz bei den Änderungen. Eine Neuerung ist auch diese optionale Duschhaube. Die ist dann interessant, wenn man die Toilette direkt in einer Nasszelle verbaut hat, wie bei mir. Also wenn ich da direkt drüber dusche, dann wird die empfohlen, damit einfach die Toilette geschützt bleibt. Ja, noch kurz weiter im Erfahrungsbericht, denn ganz viele von euch haben mich gefragt, Markus, ist dir eigentlich passiert, dass dir Tüten mal geplatzt sind? Und da kann ich euch versprechen, nein. Das ist mir nie passiert, egal wie ich da wo unterwegs war und wenn ich die auch aufeinander gelagert habe und dann nochmal Müll draufgepresst habe, mir ist das nie passiert. Man muss allerdings aufpassen, wenn du natürlich Gegenstände reinstellst, weil du im Bad schon stehst und neue Kontaktlinsen hast und dann die alten Verpackungen damit reinschmeißt und dann sind da spitze Gegenstände mit bei, dann kann dir sowas natürlich passieren. Das ist aber ein weiterer Vorteil, den ich mitgeben möchte als Erfahrungsbericht. Wenn du zum Beispiel mal feuchtes Toilettenpapier benutzen möchtest aus hygienischen Gründen, dann kannst du das hier natürlich machen und vor allem auch entsorgen, was ja mit einer Chemietoilette sehr, sehr schwierig war oder ist. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Oder auch Damen können ihre Binden hier mit reinwerfen und entsorgen und so weiter. Also das ist alles eine sehr, sehr hygienische Situation im Wohnmobil und das habe ich wirklich zu lieben gelernt. Und dann noch die letzte Geschichte aus dem Nähkästchen geplaudert.
Du kannst damit ja Sachen verschweißen. Jetzt haben wir auch schon gesehen, ich kann da verschiedene Größen schweißen. Das bedeutet, wenn ich die ganz große Nummer mache, dann habe ich hier also quasi einmal komplett den Liner durchgezogen durch die Toilette. Dann ist das hygienisch auch wieder komplett reine. So, und das bedeutet, wenn du jetzt irgendwas im Fahrzeug hast, was richtig, richtig stinkt, wenn du zum Beispiel mit deinem Hund unterwegs warst und der hat auf die Teerstraße gegackert und du sammelst es in der Plastiktüte ein, findest nicht gleich einen Mülleimer, sind wir ehrlich, sind das Plastiktüten, die nicht wirklich geruchsneutral das ganze Zeug verbergen und du willst das alles noch oder du musst, bist darauf angewiesen, das in deinem Camper noch bis zum nächsten Mülleimer mitzunehmen, dann schweiß das ein, das funktioniert alles. Du kannst auch deinen Käse einschweißen und wieder in den Kühlschrank schmeißen, damit es im Kühlschrank nicht so stinkt. Also da sind ja die Leute wieder alle unterschiedlich. Ich will nur sagen, die Toilette theoretisch kann das alles. Und jetzt würde ich aber sagen, kommen wir noch zu ein paar Tipps, die ich für euch habe. Wenn ihr sagt, so eine Klesana ist für euch die richtige Toilette, da habe ich noch ein, zwei Tipps für euch, die euch wahrscheinlich eine Menge Kohle sparen. Und jetzt möchte ich euch noch zwei Tipps mitgeben, die ich aus meiner eigenen Erfahrung ja mitgenommen habe in dieser ganzen Zeit, wenn du eine Klesana benutzen möchtest. Und zwar der Klassiker ist, wenn du jetzt zu mehreren unterwegs bist und du kommst abends zum Beispiel zurück zum Wohnmobil und alle müssen auf Toilette und alle müssen pieseln, dann ist es ganz normal, dass man irgendwie sein Geschäft verrichtet und danach spült oder in dem Fall eben schweißt. Das ist aber genau der Fehler. Am besten ist, du sammelst, aus zwei Gründen. Einmal, weil du dann natürlich weniger Beutel verbrauchst und damit weniger Liner, vollkommen klar und selbstredend. Zum anderen ist es aber auch so, dass der Schweißvorgang natürlich seine Zeit braucht, je nachdem, ob du Einzelkette, also Einzelbeutel machst oder ob du Kette machst, unterschiedlich lange. Aber ich sag mal, im schlimmsten Fall dauert es fast 4 Minuten. Wenn der Nächste da ganz dringend pieseln muss, ihr wisst, was ich meine. Also ist es für alle eigentlich die angenehmste Situation. Und daraus resultierend habe ich mir gedacht, als ich alleine unterwegs war, naja gut, aber ich kann ja vielleicht auch die Tüte einfach über Nacht stehen lassen und kann quasi sammeln. Oder wenn ich hier tagsüber arbeite, ihr glaubt gar nicht, wie oft man auf Toilette geht, das kleine Geschäft verrichtet, wenn man den ganzen Tag im Auto arbeitet. Das ist wirklich oft und da jedes Mal einen einzelnen Beutel machen, ist eigentlich absurd. Jetzt hast du aber da noch das Problem, technisch ist das alles überhaupt kein Problem. Ich würde damit jetzt nicht fahren, aber selbst das müsste eigentlich gehen, ist mir ehrlicherweise auch schon mal passiert, aber sollte man natürlich nicht. Aber das einzige Problem, das du dann noch hast, ist die Geruchsbelästigung. Und da habe ich mir dann auch was einfallen lassen. Es gibt ja von AirTune diesen Geruchsbeseitiger, wo man, kennt ihr vielleicht. So, und da habe ich mal gefragt und habe gesagt, ja, kann ich das auch für Toilette benutzen? Dann habe ich gesagt, ja, das wird theoretisch, aber nee, da müssen wir ein bisschen was anderes machen. Warum? Ich habe da jetzt was bekommen, und zwar den Smellstop. Und das sprühe ich einfach nur mit 3 Sprühern in die Tüte rein und dann bildet sich so eine leichte Ölschicht auf deinem Geschäft. Und das sorgt dafür, dass die Gerüche nicht entweichen können. Im Gegenteil, das riecht sogar wunderbar nach Wellnessbereich, würde ich fast sagen. Also ein bisschen nach so eine Mischung, ich weiß es gar nicht, aus Zedernholz und Eukalyptus. Also ich finde das sehr, sehr angenehm, diesen Geruch. Und damit hast du keinerlei Geruchsbelästigung mehr. Egal, jetzt wird's schlimm, Entschuldigung, ob du vorher mal Spargel gegessen hast oder ihr wisst, wie es ist. Ja? Das funktioniert damit und da kann man natürlich entsprechend sammeln. Das bedeutet, wenn du jetzt in der Familie über Nacht normalerweise 6-mal Toilettengänge hast, also die ganze Familie und Nacht und morgens und so weiter, dann würdest du normalerweise 6 Beutel verbrauchen. So verbrauchst du nur noch einen, klar, großen, aber deutlich weniger, als das vorher der Fall war. Und das wollte ich euch einfach nur mit auf den Weg geben. Ist super simpel. Aber du musst dich einfach mal trauen oder halt offen drüber sprechen. Habe ich hiermit getan. Ja, und damit bekommt unsere Rechnung von vorhin auch gleich einen ganz anderen Wert, denn ich habe 17 15 cm Beutel verbraucht im Durchschnitt und 19 30 cm. Bei den größeren habe ich im Durchschnitt 3,2 Toilettengänge erledigen können. Also rechnen wir einfach mal mit 3, dann bedeutet es sind am Ende 57 Toilettengänge, die ich mit einem Liner abschließen konnte. Und das wiederum bedeutet, dass wir dann auf 21 Cent kommen würden. Jetzt muss man aber fairnesshalber natürlich dazu sagen, dass man den Smellstop natürlich auch noch mit dazu rechnen muss. Da kostet die Flasche 13,95 Euro. Daraus ergeben sich etwa 200 Anwendungen. Das bedeutet pro Anwendung 7 Cent. Das mal 19, weil ich habe eben 19 Tüten damit dann versehen, würden wir am Ende auf eine Gesamtbilanz kommen von 13,83 Euro. Im Vergleich dazu hätte ich bei jedem Toilettengang auch direkt verschweißt. Und wir nehmen mal an, je nach Größe, wir liegen so im Durchschnitt bei 40 Cent pro Verschweißung, dann würden wir bei 22,80 Euro liegen. Man sieht, mit diesem Vorgehen kann man also deutlich Geld sparen. Ja, reden wir noch ganz kurz über die Gerüchte, die es so gibt zur Klesana. Was gibt es da alles noch zu sagen?
Es wird da noch eine Menge kommen und die ersten Sachen gibt es wahrscheinlich schon am Caravan-Salon zu sehen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich bin selber schon gespannt und werde dann natürlich nächste Woche ganz interessiert auch zum Stand hinschauen und werde da natürlich auch wieder berichten, wenn dem so ist. Denn was ist alles so im Raum? Was wurde im Netz alles schon gesagt? Zum einen wird es eine Urinflasche geben oder einen Urineinsatz. Das bedeutet, man kann diese Toilette dann wirklich wie eine Trenntoilette benutzen. Und das finde ich wiederum sehr, sehr interessant. Das würde bedeuten, ich spare mir extrem viel Leine, denn das kleine Geschäft kann ich dann immer in diesen Urinbehälter hier einfließen lassen. Der wird dann also direkt wahrscheinlich in die Toilette verankert sein und ich kann ihn dann rausnehmen. Wie das Ganze sein wird, ob der dann auch wirklich geruchsgeschützt ist und so weiter, ich nehme es an, aber ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, da werden wir schon was an diesem Caravan-Salon sehen. Da habe ich schon ein bisschen Vöglein von den Dächern zwitschern hören. Das andere ist, das sehen wir jetzt aber schon in der Serie, das wurde definitiv umgesetzt, dass man eben verschiedene Beutelgrößen hat. Da bin ich auch sehr gespannt, wo das Ganze auch noch hingeht. Vielleicht sogar, so bescheuert es klingt, dass ich das Ganze am Ende über eine App kombinieren kann und mit der App sogar steuern kann. Ich weiß, es klingt bescheuert, aber es könnte in manchen Situationen vielleicht sehr hilfreich sein, weil man einfach dann dieses Sammeln und alles, was ich schon so erzählt habe in diesen ganzen Tipps und Tricks jetzt gerade, nochmal ganz anders gestalten könnte. Okay, Kopfkino wieder vorbei, Entschuldigung dafür. Was gibt es noch für Gerüchte? Es soll eine mobile Toilette rauskommen. Da kommen die ja ursprünglich her aus diesem medizinischen Bereich. Weil viele haben gefragt, boah, das wäre für meinen VW-Bus hervorragend als Porta-Potty-Ersatz und so weiter. Viel hygienischer im Bus und so weiter. Gebe ich euch recht, gerade was den Geruch dann betrifft, auf Dauer, wenn man damit dann unterwegs ist. Und da weiß ich nur, das Ganze ist in Planung, wird aber definitiv dieses Jahr nicht mehr kommen, sondern soll 2023 kommen. Also das Ganze in einer mobilen Lösung, so dass ich das dann eben auch mitnehmen kann oder auch vielleicht mal in meinen Keller stellen kann. Weiß ich nicht, wer da welche Lösungsansätze sucht. Aber das soll definitiv auch noch kommen. Das also kurzum zu dem Thema, welche Gerüchte sind so im Umlauf und was kommt wirklich. Wir werden am Ende natürlich gespannt sein. Ich freue mich auf den Caravan-Salon und werde, wie gesagt, berichten. Und ansonsten guckt ihr einfach auch auf den entsprechenden Webseiten. Ich verlinke euch das natürlich auch alles hier unten in der Videobeschreibung und dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden. Ja, und jetzt bin ich euch ja noch die Verbrennertoilette schuldig. Und da muss ich mich gleich entschuldigen bei euch, denn der Kollege, der die bei sich verbaut hat, der ist nur noch unterwegs und das ist ja auch geil so, genauso soll es sein, aber deswegen kann ich gar kein Video mehr mit ihm machen. Ich habe aber mit ihm gechattet und er hat mir Feedback zu der Toilette gegeben. Und das Wichtigste ist, er ist mit der Cinderella mega happy, er ist total glücklich. Er hat gesagt, die hat immer funktioniert bisher, toi toi toi. Der ist seit einem halben Jahr wirklich unterwegs, also der benutzt die auch täglich, der lebt in diesem Fahrzeug. Und er sagt, das ist vom Handling her das Beste, was er je hatte. Es ist super hygienisch, es funktioniert tadellos. Es ist teuer, ganz klar. Und es hat auch noch den Nachteil, du brauchst halt sehr viel Gas. Also er sagt, er kocht mit Gas, er heizt mit Gas und es macht bei der Größe seines Fahrzeuges eigentlich dann nur noch Sinn, wenn du wirklich einen Festtank verbaut hast. Ansonsten macht das alles gar keinen Sinn mehr. Und das sollte man eben beachten. Und damit springen wir auch gleich über in mein Fazit. Und da kann ich zuallererst mal sagen, ich freue mich total, dass all diese drei Jungs und Mädels, die mit den Toiletten jetzt unterwegs sind, mit diesen drei unterschiedlichen, dass die alle total happy sind. Genau so soll es sein. Und ich glaube wirklich, dass, ich sag mal, vom Umweltaspekt brauchen wir gar nicht drüber reden, ist einfach eine Trockentrenntoilette das Beste, was man machen kann, wenn man es richtig macht. Wenn man eben nicht das große Geschäft in Beutelchen macht und die dann auch wieder irgendwo wegschmeißt, weil das muss man ja auch bedenken, das machen ja auch viele, dass man dann wieder nur mit Beuteln arbeitet. Aber wenn man es so macht, wie wir es jetzt gesehen haben bei der Biotoy, dass man da wirklich mit dem Streu arbeitet, bin ich begeistert, wie gut das funktioniert, wie geruchsneutral es ist, wie lang du das auch wirklich so befördern kannst. Und das sogar ohne den Entlüfter. Klar, wenn sie viel genutzt wird oder wenn du zum Beispiel Durchfallerkrankungen hast, dann geht das auch. Aber dann wirst du so einen Entlüfter wahrscheinlich brauchen, damit einfach schneller getrocknet werden kann und dadurch auch der Geruch wieder flöten geht. Denn, das habe ich auch wieder gelernt, der Geruch entsteht nur mit der Feuchtigkeit. Ist die Feuchtigkeit weg, hast du diesen Geruch nicht mehr. Und das ist wirklich faszinierend, denn das ist so. Also insofern, ganz fetter Daumen hoch für die Trenntoilette. Das ist wirklich beeindruckend, was die leistet. Und ich finde auch, der Umgang ist relativ einfach. Wie gesagt, zwei Sachen, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist einmal die Reinigung. Das muss man mögen. Also das finde ich jetzt, ist schon wieder, das geht so.
Und das zweite ist, aber da kann man drüber hinweg, also das ist wirklich Etepetete, was ich hier gerade sage. Und das zweite ist, es findet halt bei mir in der Family keine Akzeptanz. Also das heißt, allein mit meinem kleinen Sohn, der will das einfach nicht, der fühlt sich da nicht wohl. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt bei Toiletten. Du musst dich wohlfühlen. Das ist ein sehr, sehr intimes Thema. Und wenn du dann eine Toilette an Bord hast, mit der du nicht kannst, dann ist das halt nicht gut. Und das ist der Grund, warum ich mich auch weiterhin für die Klesana entschieden habe. Auch hier habe ich sie in meinen neuen kleinen Van hier mit eingebaut. Und ich bin mega happy, dass ich das getan habe. Es bietet mir so unfassbar viel mehr Freiheit, als das früher der Fall war. Gerade so wie ich unterwegs bin, als Business Camper, auch wenn ich viel alleine unterwegs bin. Ich stehe nicht viel auf Campingplätzen oder auf Stellplätzen, sondern ich bin oft irgendwo im Industriegebiet, direkt auf dem Parkplatz vom Kunden oder wie auch immer. Und da hast du nicht die Möglichkeit der Entsorgung. Das heißt, da bist du mal 4-5 Tage darauf angewiesen, dass deine Toilette funktionieren muss. Bei so einem Sommer, mit so einer Hitze, wenn du die ständig nehmen musst, ist schwierig. Und das ermöglicht mir jetzt alles die Klesana und da bin ich natürlich mega happy und das ist mega schön und bin ich echt froh, dass ich das habe. Das Weitere, was ich bei der Klesana wirklich feiere, ist, dass du eben auch nicht darauf achten musst, wie viel Toilettenpapier du verwendest oder welches Toilettenpapier du verwendest. Du kannst auch mal feuchtes Toilettenpapier verwenden. Du musst halt darauf achten, damit das alles wirklich in Anführungsstrichen nachhaltig bleibt, dass du dafür sorgst, dass das Ganze wirklich am Ende verbrannt wird und nicht auf Deponien kommt. Auch da, wir haben vor über die Gerüchte gesprochen, auch da ist ja immer noch am Brodeln, dass es eine Folie geben wird, die auch biologisch abbaubar ist. Das Ganze wird aber nur auf Deponien funktionieren. Also wenn du das jetzt hier einfach in den Wald reinschmeißt, totaler Blödsinn. Generell auch mit diesen Biobeuteln, was viele Leute sagen, totaler Blödsinn. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sich da wirklich auskennen, zum Beispiel von einer Mülldeponie, die auch Biomüll verarbeiten. Die sagen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur unter Druck. Und auch nur mit Wärme. Und das hast du halt nur in der Deponie. So, und das Problem ist aber, das hast du natürlich hier im Wald in der Natur nicht. Da hast du keinen Druck auf diese Tüte. Das hast du aber auch nicht, wenn du es im Biomüll schmeißt. Denn dort wird der Müll auch sofort verarbeitet, getrennt und aufgeteilt und so weiter. Da hast du auch nicht den Druck und die Temperatur. Jetzt entwickelt aber Klesana, habe ich gehört, einen Liner, der auf abbaubare Folie basiert. Da ist dann wahrscheinlich auch nur so 2 Monate haltbar. Das ist halt auch wieder ein Punkt, also haltbar im Sinne von, wenn sie dann eben feucht wird oder wenn sie unter Druck kommt und mit der Temperatur entsprechend reagiert. Das bedeutet, die wird dann auch nur auf Deponien funktionieren. Die kannst du auch nicht einfach in den Wald schmeißen und die verwest dann. Das wird nicht funktionieren. Aber diese Folie, die ist auch noch am Entstehen. Die wird in Zusammenarbeit mit der Uni Hof anscheinend gerade entwickelt und das ist alles nicht ganz so einfach. Die haben jetzt schon Prototypen, sind jetzt noch in der Studie und analysieren das alles. Es wird also bestimmt noch ein Jahr dauern, bis diese Folie wirklich auf den Markt kommt. So viel also nochmal dazu. Ja, und dann ist auch noch hervorzuheben, dass das Handling wirklich super einfach ist. Das bedeutet, mein Sohn kann damit umgehen, also ein kleines Kind, das ist von der Bedienung her simpel, von der Entsorgung her simpel, der kann diese Verpackungen mitnehmen, kann die einfach in den Müll bringen. Das ist also vom Handling alles super einfach, es bleibt nicht mehr alles am Papa hängen. Das ist auch was man vielleicht erwähnen soll, was aber natürlich auch nicht wirklich wichtig ist. Aber ich will es ehrlichkeitshalber sagen, weil das was ist, was ich durchaus auch sehr genieße. Und es hat aber natürlich auch Schattenseiten, ist auch vollkommen klar. Die eine Sache sind natürlich die Kosten. Dieser Liner kostet Geld. Gar keine Frage, muss man sich einfach durchrechnen, ist einem das wert oder eben nicht. Und da muss man eben auch mal aufpassen, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Da kommt es darauf an, welche Zusätze du in eine Chemietoilette verwendest oder ob du eine Trenntoilette verwendest und da auch wie oft reinigst du die, was kostet Streu. Also da kommt es eben auch wieder darauf an, wie jeder unterwegs ist. Ich glaube, das kann man nicht 1:1 vergleichen, aber es wird definitiv so sein, dass eine Trockentrenntoilette deutlich günstiger in der Anwendung ist als jetzt eine Schweißtoilette beispielsweise oder eine Chemietoilette. Und das sind so meine ersten Eindrücke von diesem ersten halben Jahr. Wie gesagt, über die Verbrennertoilette haben wir ja bereits gesprochen. Jetzt bin ich gespannt, habt ihr noch Fragen, die ich vielleicht offen gelassen habe? Dann möchte ich mich an der Stelle schon mal dafür ganz arg entschuldigen, dass das passiert ist. Auf der anderen Seite schreibt die super gerne in die Kommentare, denn dann würde ich die entsprechend beantworten. Und wenn ihr noch andere Ideen habt, wenn ihr noch Hinweise habt zu anderen Toiletten, die wir auch einfach mal beleuchten sollen, vielleicht auch einfach mal ausprobieren sollen, schreibt das alles super gerne in die Kommentare. Ihr merkt schon, dieses Thema interessiert mich sehr. Warum? Weil es einfach so komplex ist, weil es so vielschichtig ist und weil es uns halt alle
betrifft und weil es auch manchen Leuten, habe ich gemerkt, schwerfällt, darüber zu sprechen, aber wir sind halt täglich damit beschäftigt. Insofern versuche ich da ein bisschen das Eis zu brechen und insofern freue ich mich da über alle Ideen und Anregungen, die da von euch so kommen. Und ansonsten würde ich mich mega über ein Like von euch freuen, wenn ihr sagt, wow, vielen Dank, das Video hat mir wieder sehr geholfen. Das ist für mich eine Mordsmotivation, weiterzumachen mit den Videos. Die soll es natürlich auch geben. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sehr gerne den Kanal abonnieren und auch die Glocke drücken. Die sorgt dafür, dass ihr sofort informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt von Fan4Van. Jeder einzelne von euch ist mir da ganz herzlich willkommen. Ja, und jetzt ist mir nur noch eines wichtig. Egal auf welchem Thron ihr sitzt, wenn ihr in eurem Camper oder Wohnmobil unterwegs seid, das ist mir völlig egal. Wichtig ist mir, dass ihr ganz, ganz tolle Reisen habt und kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Euer Markus. Ciao.